Oh, naja, hab's ja mit der Visa auch bald geschafft hier. Ganz schönes Ding ist das. Kriege ich die BGA gut zum Laufen. Hoffe ich. Hallo? Hallo, René? Oh, warte mal, das Funkgerät ist. Ja? René, hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Oh, wunderbar, das funktioniert ja prima. Das ist ja schön. Das funktioniert ja besser, wie ich gedacht habe. Ja, ich habe gut Geld investiert, will ich mal sagen. Ich habe jetzt meine beiden Schlepper und den Drescher ausgerüstet. So, ich dachte, du hast noch das Walkie-Talkie. Aber Das ist ja noch besser, das funktioniert ja prima. Nee, noch viel besser. Ich hab einen Verkäufer hier in der großen elektronischen Bucht gefunden. Und der hatte 3 feste Stationen im Angebot. Und wenn man gleich direkt gekauft hat, gab es noch 2 Walkie-Talkies obendrauf. Ein Traum. Schon gut zugeschlagen, schön. Ja. Wie geht's denn so? Was treibst du gerade so Schönes? Ja, ich komme gerade von meinem Weizenfeld. Der ist reif ohne Ende. Ich habe aber leider niemanden gefunden, der man dreschen kann. Deswegen wollte ich mich bei dir melden, ob du vielleicht dein Mähdrescher greifbar hättest, um mir zu helfen. Der Lohner, der mir das sonst immer macht, der hat alle Aufträge angenommen und hat keine Zeit. Aber das Zeug müsste aber heute eigentlich noch runter. Das wäre schön. Ja, das stimmt. Ne? Das Wetter soll sehr unbeständig werden in nächster Zeit. Du, pass mal auf. Lass mich mal kurz nachdenken. Also ich bin jetzt hier unten an der großen Wiese hier bei der Schreinerei, weißt schon, ne? Ja, genau. Und will ja meine Biogas wieder jetzt endlich mal in Betrieb nehmen. Und ich habe aber nicht mehr allzu viel hier. Vielleicht noch 2-3 Bahnen. Und dann muss das Zeug eh anwelken. Aha. Dann hättest du Zeit vielleicht, das wäre schön. Das könnten wir machen. Super. Da ist ja mein Weizen dann bestimmt auch erntereif. Der war ja so ziemlich zur selben Zeit ausgesät, ne? Also. Ja klar, da machen wir es zusammen und dann kriegen wir das hin. Dann fahre ich ab und du trischst und dann funktioniert das. Das wäre ja super. Das können wir gerne machen. Du, pass auf, dann machen wir es vielleicht so. Ich mache jetzt mal hier noch die Wiese fertig, dann würde ich mich noch mal über Funk bei dir melden. Mhm. Und du könntest aber dann vielleicht mal mit deinem Auto rüberkommen, weil hier durch den Ort mit dem großen Drescher wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da ein bisschen ein Vorausfahrzeug hätten, falls doch hier was Größeres uns entgegenkommt. Klar, so machen wir das. Na? Genau. Treffen wir uns an der Scheune, wo der Drescher drinsteht. Boah. Also ich würde jetzt mal so einschätzen, ganz im Groben, du kannst dich ruhig langsam ins Auto setzen und langsam rüberfahren. So viel habe ich ja nicht mehr. Alles klar, dann treffen wir uns an der Scheune. Jo, so machen wir das, Jörg. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. So, naja, eine Hand wäscht die andere. Klar, da ist mein Weizen auch erntereif, bin ich mir sehr sicher. Tja, und da muss ich mal dem Jörg noch von meinem vergangenen Wochenende erzählen. Bin ja mal gespannt, was er dazu sagt, zu meiner Idee. Die anderen Kollegen hier im Umkreis, die waren nicht ganz so angetan davon, aber ja, manche sind auch dabei, die ja, der neuen Technik nicht ganz so offen gegenüberstehen. Aber ich denke, beim Jörg ist das ein anderer Fall. Der ist da schon dafür. Hoffe ich zumindest. Na, mal sehen.
So, den kleinen Streifen noch und dann haben wir's. Kann das Zeug schön anwelken über Mittag. So. Dann wollen wir mal zur Scheune fahren. Ach, die Marleys, die kam auch schon wieder beim Bäcker raus. Eine Riesentüte Brot. Naja, ist auch nicht. Bei denen scheint es nur Brot zu essen zu geben. Was die kauft immer. Boah, ich glaube, den Raps, den müssen wir auch runter machen. Naja, eins nach dem anderen. Ach, der ist ja schon da. Naja, ich stelle das Ding am besten hier ins Silo rein. Mahlzeit, Jörg. Grüß dich. Und? Ja, Wiese ist runter. Kann schön anwelken. Ich habe gerade gesehen, den Raps bei mir, den muss ich auch noch dreschen demnächst. Arbeit über Arbeit, ja? Naja, es ist jetzt doch. Und hast mal einen Wetterbericht geguckt? Die haben eigentlich sehr wechselhaft vorausgesagt. Immer mal Schauer und so. Also es wäre schon gut, wenn wir heute die beiden Weizenfelder vielleicht noch deins und meins ins Silo kriegen könnten. Das wäre, naja, gut. Dann nix wie ran, oder? Na genau, machen wir los, machen wir mal. Machen wir los, ich mach da mal das Tor auf. Ich hoffe, der Drescher springt an, aber da gab's ja nichts, dass da irgendwas. Nee, der müsste eigentlich. Naja, wir schauen mal. Gut, schön vorglühen. Ah, springt doch wunderbar an. Das ist aber auch eng hier. So. Jörg, wir machen noch mal eine Funkprobe. Hörst du mich hier auch? Jawohl, klar und deutlich. Sehr schön. Wunderbar. Gut. Fahr nicht so schnell, ne? Ja, ich guck mal. Wenn ich zu schnell sein soll, das sag Bescheid. Genau. Lass mal hier noch raus fischeln. So. Na dann.
Hey ho, let's go. Puh, ist das enge hier. Mann, Mann, Mann. Ja, so 16 kannst du schon fahren, Jörg, denke ich. Okay. Machen wir. Ich dachte mir bloß, weißt du, wenn doch irgendwie Kollege oder was oder Milchauto oder Bäckereilieferant kommt, nicht, dass wir da ein Problem kriegen. Ist bestimmt versicherungstechnisch günstiger. Ja, nee, durch den Ort sowieso ist das einfacher. Da kann ich ein bisschen gucken, dass frei ist. Nicht, dass der da irgendwie der Milch-LKW oder so entgegenkommt. Ja, gerade der. Der alte Grießkram, das ist einer, ein mürrischer Mensch. Der ist nie zum Reden groß bereit, immer im Stress und ist schon ein sehr spezieller Typ. Das ist wahr, ja. Dafür ist er bekannt, ja. Aber zuverlässig gesagt, von daher, man kann nicht alles haben wahrscheinlich. Nee, 100% hast du nirgends. So, ne, das klappt doch ganz gut hier. Ja, ich denke. Und, wie geht's? Wie hast du dich in Rehbach eingelebt? Ja. Alles, ja? Doch. Ein Traum. Ja. Nee, das passt. So, warte mal, jetzt machen wir mal hier schön sachte rummachen. Achtung, da steht gleich wieder einer. Ich weiß nicht, der bewegt sich, glaube ich, das Auto, das habe ich noch nie woanders gesehen wie auf der Ecke. Ach, ich sehe gerade, ich hätte ja auch mal die Treppe hochklappen können. Naja, zum Glück nichts passiert. Ja, gut. So, weiter geht's. Nee, soweit ist alles gut, muss ich sagen. Also läuft. Tiere sind gesund, bei dir auch? Ja, wir haben jetzt noch was. Ja, alles gut. Sind alle glücklich. Die Wollproduktion läuft. Die Weberei funktioniert. Alle Mitarbeiter sind gesund. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und na, von gut. Daher kann ich mich im Moment wirklich, wirklich nicht beschweren. Gut, Mitarbeiter, ja. Das ist bei mir recht übersichtlich, ne? Ja, es ist so. Aber du weißt ja, was es heißt, selbstständig, ne? Selbst und ständig. Genau. No. So, ich denke, ich soll hier reinfahren. Ja, ich denke, das passt. Wie du das am besten machst. Soll ich dir noch helfen anhängen oder soll ich mal die Hänger holen? Nee, das sollte gehen. Das kriege ich hin. Ne? Kannst okay, du da Abfahrgespann zurecht machen. Genau, dann komme ich direkt wieder zu dir. So. Lass mal gucken, ob das hier so funktioniert, was ich hier vorhabe. Hier. Naja, der kleine Busch, der stört nicht hoffentlich. Oder haben wir noch einen besseren Fleck? Ich weiß ja nicht, ob jemand das Silo hier benutzt. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Feldweg wird doch keiner langfahren. Es muss jetzt so gehen hier. Wenn einer kommt, dann muss er hupen. Boah. Blödes Gestrüpp. So. Kabel ab.
Ach, der ist ja schon wieder da. Ja, das ist ja nicht weit. Was meinst du, Jörg, ob das so geht, wenn ich den Feldweg hier, hier fährt doch nie einer lang, oder? Nee, ach, was war vorher? Der Hof, die Scheune gehört zu dem Hof hinter der Brücke, der ist eh, steht eh leer. Von daher, da kommt garantiert jetzt niemand lang. Wie wollen wir es denn machen? Willst doch das Stroh vielleicht verkaufen, oder? Das wäre nicht, ist eine gute Idee, genau. Das wär, brauchen tue ich es ja nicht für meine Schafe, aber ein bisschen Geld kann man immer gebrauchen, ne? Das ist ja. Oh, sorry, das staubt schon hier, meine Herren. Boah. Nee, also könntest du ganz gerne Strohablage machen. Guck mal, da mache ich so, dass ich an den kurzen Enden hier machen wir sie aus und die langen Bahnen machen wir Stroh. Genau. Mal gucken, wenn ich vielleicht deine Presse dann mal kriegen könnte oder wenn du jetzt noch mal Zeit hättest, dass wir das da noch wegpressen und dann bin ich ein glücklicher Mensch. Das kriegt man hin, denke ich. Kann dir ja dann auch helfen. Du wirst ja auch Stroh brauchen für deine Kühe. Ich brauche das Stroh, ja, ja. Also ich denke, ich werde auch von dem schmalen Streifen da jetzt gar nichts abgeben können. Mhm. So, Achtung, ich komme nochmal zurück. Machen wir gleich noch eine Bahn. Boah, läuft einwandfrei hier dem Schorsch sein alter New Holland. Boah, das ist auch so. Wie gesagt, Schorsch hat sein Zeug immer gepflegt. Da. Da dürfte nichts dran sein. Der ist immer schön nach der Saison überholt worden und so weiter. Von daher. Da hat er schon immer sehr drauf geachtet. Na, das ist auch viel wert. Ja, gerade wenn das halt so schon ein paar Jahre im Buckel haben, die Geräte, da muss man schon ein bisschen ein Auge drauf haben. Hm? Absolut. Sieht aber gut aus, Jörg. Ich sag mal so, das Gerät sagt mir hier 7 bis 7,5 Tonnen pro Hektar. Ui. Feuchte auch gut. Das ist ja wunderbar. Also, da wird es ja sogar, muss ich ja gucken. Das wird ja vielleicht knapp. Mit meinen zwei Hängern. Naja, wir schauen mal. Schauen wir mal. Ja gut, das sind knapp zwei. Könnte ausgehen, muss aber nicht. Schauen wir mal. Aber ich kann dir mal schon so viel berichten, der Korntank ist schon zur Hälfte voll. Oi. Das werde ich dir mal ein bisschen entgegenkommen. Du könntest vielleicht hinterkommen ans andere schmale Eck oder an die andere kurze Seite. Alles klar, mache ich doch glatt. Da wird er zwar noch nicht voll sein, aber ich komme auf keinen Fall noch eine lange Bahn zurück. Mhm. Puh, Vorsicht hier, der Nachbar. Da wollen wir doch nichts kaputt fahren. Puh, wäre schön, wenn ich auch so eine schöne Ernte hätte. Doch hier mal reingefahren. Ich mache erst noch mal zurück, mache mal noch vielleicht noch zwei Bahnen, da haben wir schön Platz zum Drehen. Genau. Und dann tanken wir ab. Alles klar.
Nein, steht sehr, sehr gut, dein Weizen hier. Das hört man doch gern. Auch kaum hier vom Wind so platt gedrückt. Wirklich. So, ich mach noch einmal und dann haben wir schön Platz hier für die restlichen Bahnen. Komm ich hier reingefahren, komm dann auf der, an deine Seite. Jo, ich würde noch abtanken, bevor ich dann wieder zurückfahre. Genau. Ja, ich würde sagen, bleib da stehen, Jörg. Ich komme dann zurück. Gut. Ja, das ist schon einer der größeren Mähdrescher hier bei uns in der Gegend. Abgesehen vom Lohner natürlich, der hat mehr was Größeres, aber so die Privaten, die haben mit der Schneidwerksbreite, da können die alle mithalten, da hast du schon eine schöne Maschine. Ja. Ist der erste Anhänger ja schon fast voll bei dir? Ja, jetzt schon noch halb voll ist er jetzt. Weiß gar nicht, was bei dir reingeht in den Tank. Oh, ich glaube 6,5, 7.000, sowas. Ja, eben, dann ist 8.000 geht in den einen Hänger rein. Dann wird es vielleicht doch wirklich knapp. So, das war's. Ja. So. Wer ist denn das da auf dem Fahrrad? Ist das nicht die Alex? Mal gucken gehen. Weiß Gott, das ist sie doch. Mensch, Alex, grüß dich. Hallo René, na? Na, wie geht's? Ach ja, ganz gut. Ganz gut. Ja. Das, wo hier der Weizenduft in die Nase gestiegen, oder hast die genau. Staubwolke gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Und da habe ich gedacht, ich schalte mal an. Das ist richtig. Und wo bist du hin unterwegs? Ja, ich wollte mal an den Ort fahren. Ja. Grüß dich, Alex. Hallo, Jörg. Na? Kommst du, wo kommst du denn rum? Ich bin gerade vom Haus, wollte in den Ort fahren und wollte was erledigen. Erledigen, ach so. Mhm. Naja, ist das schönste Wetter zum Fahrradfahren, ne? Genau, ja. Und wie geht's dem Schorsch so? Naja, das ist so ein Thema. Da wollte ich nochmal mit dir reden. Oh, das klingt ja aber nicht gut. Ja, du kennst doch, Jörg, du kennst doch meinen Vater Schorsch. Ich bin ganz aufgeregt. So, los, beruhig dich erstmal. Du bist irgendwie ganz aufgelöst heute. Ja, ja. Er hatte mich angerufen und hat auch so ein bisschen rumgedruckst und hat. Ich habe gemerkt, dass er anders ist am Telefon. Und habe natürlich nachgebohrt und nachgefragt. Und erst wollte er nicht mit der Sprache raus. Und dann hat er mir. Er müsste mit mir mal reden.
Und er hat wohl mit dir gesprochen die letzten Tage? Ja, wir haben telefoniert, genau. Und du hast ihm das wohl ja erzählt mit dem Schäfer? Mit dem Schäfer. Aha, ja, klar, das, weil René gesagt hat, dass der kaputt gegangen ist. Und genau. Das habe ich ihm erzählt, ja. Genau, und da hat er gesagt, er hätte da was gemacht, was er eigentlich nicht machen sollte. Du kennst ihn ja, das ist so ein... So, der wusste, dass da was dran ist, ja, oder was? Er hat das gewusst, er hat aber... Wo, ach so. Ja, er wollte... Das gibt, da schließt sich so ein bisschen, ja. Mhm. Ich habe mich ja nämlich schon gewundert, wie was er da oben auf dem Dachboden gemacht hat. Ja, er hat einen Ersatzteil gesucht und hat es wohl nicht richtig gleich gefunden und hat dann noch was anderes gesucht und also er hat was gesucht, um das zu reparieren. Und ist abgestürzt. Und ist dann bei dem Versuch, das zu reparieren, ist er abgestürzt. Okay, und das hat er niemandem erzählt? Und das wollte er uns verheimlichen, weil er sich erstens mal geschämt hat und weil man vielleicht da irgendwie ausgelacht hätten, dass er so dappisch ist in letzter Zeit. Und ja. Okay. Ist der verrückt oder was? Nee. Aber okay. So kenne ich ihn. So, das ist typisch. So alles erstmal gucken und selbst machen und vor sich hinwurschteln. Genau. Ja, bloß da hätte ja sonst was passieren können, wenn er da vom Dachboden runterstürzt. Wow. Eben. Ihn hätte keiner finden können, aber man will sich's gar nicht ausmalen, was hätte alles passieren können. Genau. Und jetzt hat er nicht gewusst, wie er das sagen sollte und und hat dann lieber geschwiegen. Na mein Gott nochmal, das ist ja, das Weil Wichtigste ist ja seine Gesundheit, das ist erstmal Punkt 1. Ja. So, ich meine die kaputte Maschine, ja, das ist schon erstmal ein herber Schlag ins Kontor, aber das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ja. Zur Not einen kleinen Kredit aufnehmen, wenn das jetzt zu teuer wird, weil der Händler hat gesagt, der Motor ist komplett im Eimer. Ja, deswegen wollte ich mit dir reden. Deswegen war ich jetzt auch auf dem Weg in den Ort. Ich wollte, also er hat mit dem Hans, dem Händler, hat er ausgemacht, dass er dir den Avant schenkt. Also dass er den kauft, weil er ja jetzt wieder ein bisschen Geld hat und weil er ja auch sehr schlechtes Gewissen hat. Und er wollte dir den kaufen und dass der sozusagen im Austausch mit dem Schäfer und der Hans tut dann den Schäfer irgendwie zu einem Ersatzteil, wie soll ich sagen, Ersatzteil, also er nimmt ihn dann zu sich. So als zum Ausschlachten sozusagen. Genau. Und da wollte ich jetzt gerade die Papiere holen für den Avant und wollte eigentlich da hinlegen mit einer Flasche Bier auf dem Hof und wollte mich davor ein bisschen drücken vor dem Ganzen und wollte dir das als Überraschung hinlegen. Da bin ich jetzt erstmal platt. Also zum einen habe ich ein bisschen Wut auf den Schorsch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er eben das so verschwiegen hat, dass er da abgestürzt ist, jetzt nicht wegen dem Ersatzteil, da mache ich gar kein Gewese drumherum. Aber dass er eben da einfach runterfliegt und niemandem was erzählt, warum, weshalb, wieso. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich jetzt verdammt gerührt, ne? Wenn er das macht. Also ja, das wollte er machen, also ab. Das hat er... Ja, ich bin mächtig. Er hatte auch Angst, dass er, dass du dann vom Kauf zurücktrittst, wenn er das so. Und, also, ja, er hat. Naja, das geht ja nicht, aber ja, gut, er hat sich Gedanken gemacht, das verstehe ich. Ja, ja. Oh, puh, da läuft mir jetzt ein bisschen die Gänsehaut. Also, ich könnte mir keinen neuen Hoflader leisten, bin ich ganz ehrlich. Und wenn er das machen will, also. Da bin ich ihm sehr, sehr verbunden. Also da werde ich auf jeden Fall dann die Tage mal bei euch vorbeischauen, wenn er dann ist er noch in der Klinik oder ist er schon bei der Reha? Er ist bei der Reha. Er hatte da einen Therapeuten, den er wahrscheinlich auch ins Gewissen geredet hat und hat deswegen hat er mich angerufen. Naja, da machen wir mal was aus, wenn er wieder von der Reha zurück ist. Und dann würde ich mich natürlich auf jeden Fall bei ihm persönlich bedanken. Und je nachdem, wie er dann zu Fuß unterwegs ist oder transportfähig ist, dann
könnte man ja bei mir auf dem Hof mal ein kleines Grillerschen machen und da würde ich ihn auf jeden Fall mit dazu einladen und nochmal mich persönlich bedanken bei ihm, ne? Genau, das können wir gerne machen, das wäre super, weil da wollte ich auch kennenlernen. Ja. Jo, ich kenne ja auch bloß vom Telefon. Genau. Na super, also das ist natürlich sehr, sehr schöne Nachricht. Da freue ich mich ganz dolle drüber. Sagst ihm vielen, vielen Dank. Das mache ich, ja. Und tust aber auch mal den Zeigefinger mit erheben und mal mit ihm schimpfen, ne, für diesen Blödsinn, den er da verzappt hat. Genau, da hätte mir keiner den Kopf abgerissen, wenn er das gesagt hätte, dass er im Endeffekt... Eben. Und aber so kennst du ihn ja, Jörg, ne? Der ist einfach... Das ist doch seine Art. Ja. Ne? Ja. Aber das hört sich ja alles prima an, wenn sich das so alles erklären und lösen lässt, ist ja wunderbar. Mhm. So, okay. Na gut, ihr Lieben, aber ihr könnt gerne von mir aus hier, wir haben gerade abgetankt, Jörg, noch ein bisschen plaudern, aber ich würde sehen, dass ich wieder auf den Drescher komme. Alex, wir wollen noch Jörgs und mein Feld. Hast du sicherlich auch die dunklen Wolken hier gesehen und das der Wetterbericht sagt auch eventuell ein paar Schauer voraus. Ja. Wir wollen heute unser beider Felder dreschen und den Weizen runterkriegen. Genau, ich habe gerade eine Idee, da wir ja nicht wissen, ob meine Hänger reisen. Wenn Alex sich vielleicht den John Deere von dir nimmt mit dem Hänger und noch dazu stößt, das so als Puffer, damit man nicht in Lagernot oder in wie sagt man, kommt. Ja, damit der Drescher nicht zum Stehen kommt. Das ist eine sehr gute Idee. Dann mache ich das dann. Wenn du in den Ort runterfährst und zum Händler gehst, also es eilt nicht, wir haben noch Platz, aber wenn du dann zurückkommst, könntest du vielleicht... Nicht. Wenn du Zeit hast, natürlich. Nee, das mache ich. Ich fahre zum Hans und hol die Papiere. Dann kann ich dir gleich geben und dann bringe ich das mit. So machen wir es. Das Tor ist auf und der Schlüssel steckt am Johnny. Weiß der, wo er steht, ne? Das Fahrrad müsste ich dann bei dir auf dem Hof mal kurz abstellen. Du stellst irgendwo hin. Ne? Ja, das ist doch kein Problem. Die Ursel passt auf drauf. Genau. Die kennt das also, ja. Ich mach mal los, Leute. Ihr könnt gerne noch ein bisschen plaudern, aber ihr drückt die Zeit. Jawohl. Okay. Gut, dann mache ich auch mal los. Boah. Der ist irgendwo ist er schon verrückt, der Schorsch. Bin ich natürlich sehr, sehr froh drüber. Aber fliegt da, was weiß ich, 10 Stufen vom Dachboden runter und pfeift keiner Seele was. Das ist schon krass. Ja, das sind mal Neuigkeiten, hm? Das sag ich dir, du. Ich sag ja, auf der einen Art bin ich sehr, sehr froh drüber und sehr, sehr dankbar, aber auf der anderen, verstehe ich es nicht, ne? Der fliegt da zig Stufen vom Dachboden runter und erzählt niemandem was. Nee, ja, und der Grund, warum er da... Also, naja, aber das, wie gesagt, also das ist er hat immer erstmal geguckt, ob er nicht sein Zeug... selbst alles reparieren kann und ist dann wirklich, obwohl er mit dem Händler eigentlich die besten Freunde sind, die beiden, also so fast Nachbarn. Ne? Aber erst mal gucken, ob er es nicht selbst hinkriegt, das Ganze. Naja, wer hat mir das erzählt? Du oder die Alex? Das ist schon so ein bisschen ein Sparfuchs, ne? Ich meine, ist ja prinzipiell auch in Ordnung. Aber der wollte ja am liebsten alles wirklich selbst machen. Nee, das ist schon richtig. Aber gut, das ist so, wenn er dann mal so den, wie sagt man so, den letzten Schritt dann noch Ding und dann ist er auch, hilft er dann auch gerne. Das ist dann die andere Seite und von daher ist das ein typischer Schorsch, muss man sagen, die Aktion. Ich bin ja wirklich mal gespannt, wenn ich ihn mal persönlich kennenlernen darf, was es so für ein Mensch ist. Ne? Wie gesagt, ich habe mit ihm zweimal telefoniert und mehr nicht. Hm. Der Rest hat ja alles im Prinzip die Alex geregelt, beziehungsweise der Anwalt, der die ganzen Verträge vorbereitet hat. Hm. Schön, das freut mich. Siehst du? Da freue ich mich auch, du, weil zum einen habe ich mich ja, das habe ich dir ja letztens schon erzählt, ne, sehr, sehr verliebt in den kleinen Avant.
weil er sehr, sehr vielseitig ist. Und ja, zum anderen habe ich dann auch den Preis gesehen. Dachte ich mir, nee, geht nicht. Ja klar. Der kostet wahrscheinlich schon ein bisschen was bei den Möglichkeiten, die der bietet. Ja, auf jeden Fall. Aber wie sieht's mit deinem Tank aus? Ja, wir könnten auf der anderen Seite, auf der langen Bahn, könnten wir dann abtanken, wenn du möchtest. Okay, dann komme ich da hingefahren. Bist du rundherum gedreht. Da kommt gut was zusammen hier von dem Weizen. Ist ja jetzt auch nicht das Riesenfeld, ne? Nee, das ist... Aber ein schöner Nebenerwerb für dich. Genau, das ist ja... Wie gesagt, das hat ja bis jetzt immer der Lohner gemacht. Wenn mir irgendwas anstand, was Größeres, oder ich habe den Schorsch gefragt, ob ich mal einen Grubber kriegen kann oder so, wenn ich Zeit gehabt habe, und habe es mal auch mal selbst gegrubbert oder eingesät und so. Aber halt die großen Sachen wie jetzt mit dem Drescher, das ist ja, das lohnt sich ja für mich nicht, sowas anzuschaffen. Nee, du hast ja nun doch einen reinen Schafbetrieb, mehr oder weniger, ne? Ja, eben, das haben wir ja damals alles abgegeben. Da hatten wir halt auch noch ältere Maschinen und das hätte halt auch einiges gekostet, sich da zu modernisieren. Und das war ja dann auch ein Grund, warum wir dann unseren Hof ein bisschen umgekrempelt haben, damals, sage ich mal. Verstehe schon. Ich glaube, der vordere Anhänger ist voll, genau. Jawohl. Muss noch ein Stück rein. Ja, das ist... Willst du nicht übertreiben? Aber jetzt geht's so. Jetzt geht's. Genau. Ich halt an hier. Genau. Na, das wird wirklich knapp wahrscheinlich. Das ist gut, wenn die Alex kommt. Das kriegst du auf keinen Fall mit dem Zug weg hier. Ich sehe schon, wenn ich hinten rausgucke, die ist schon da. Wunderbar, das läuft. Ja, ist halt doch ein richtiges Mädel vom Lande, ne? Die weiß, wenn es irgendwo brennt und Hilfe benötigt wird. Genau, die ist ja auf den Maschinen groß geworden. Das wird jetzt deine erste fette Weizenernte. Jawohl. Oder deine erste Ernte in dieser Saison hier, ne? Dieser Saison, ja. Muss mal gucken. Was hast du noch auf den anderen Flächen angebaut? Unten habe ich Mais. Neben deinem Feld habe ich einmal Mais. Und ansonsten muss ich halt mal... Dann haben wir nochmal Gerste. Und oben habe ich noch ein bisschen Raps. Genau, das war's. Aber das ist alles noch nicht so weit. Nee, ist schon klar. Das ist aber jetzt erstmal. Den Mais hast du mir erzählt, ne, dass du da eigentlich immer mit dem Schorsch da so ein bisschen gemeinschaftliche Sache gemacht hast. Für die BGA und habt euch dann irgendwie da mit den Gärresten reingeteilt und mit den Einnahmen, ne? Genau, so haben wir das immer gemacht. Wir haben immer geguckt, dass wo er Mais hatte, wo ich dann in der Nähe bin, damit dann auch der Lohner mit dem Häcksler nicht so weit fahren muss. Und dann haben wir immer gesagt, dann haben wir das zusammen dann in Silo geworfen und haben uns dann das rausgeteilt, je nachdem, wie viel jeder eingebracht hat. Und das ist halt, dass die BGA auch halt immer was zu futtern hat. Ach, die Alex schon da hier, super. Hörst du mich, Alex? Das Funkgerät müsste eingeschalten sein, hoffe ich ja, mal. Ja, genau, ich höre dich. Muss ich die Papiere hinlegen oder das machen wir später, oder? Ach, leg's einfach erstmal rechts in die Ablage rein. Dort, ja, ich würde jetzt wirklich sehen, dass wir hier die beiden Felder noch runtergedroschen kriegen und
Wenn ihr heute Abend nicht schon was vorhabt und das Wetter durchhält, also ich wäre durchaus dafür, dass wir mal fix bei mir den Grill aufstellen und noch ein bisschen was drauflegen und vielleicht noch ein Glas trinken dazu. Habt ihr Zeit heute Abend oder wie sieht's aus? Ja, also ich hätte Zeit, ja. Ja, ich auch. Kein Problem. Können wir machen. Na schön. Dann würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir das hier runterkriegen und machen dann heute Abend weiter. Genau. Das hört sich gut an.